Aber es ist trotzdem schön, wenn man einfach liest, man sitzt da oder... Und ja. Sitzt du hier wirklich und liest? Nö. In der Wohnung von Christian. Es gibt die zweite Folge So wohnt. Ich freue mich sehr. Christian ist Schauspieler. Wir kennen uns, ich habe vorhin überlegt, kennen wir uns aus dem Actorspace? Ich weiß es gar nicht. Schauspielunterricht. Aus dem Schauspielunterricht oder Stimmen und irgendwie sowas. Mhm. Wir werden über dich später noch ganz viel erfahren. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an oder hast du noch was dringend zu sagen? Nö, kommt mal rein und guckt euch um. Hier ist so ein ganz interessantes Objekt. Was ist das, wenn man gleich reinkommt hier neben dem Eingang? Das ist ein Klavier. Und meine Idee war eigentlich, das ist aus dem Theater gekommen. Mhm. Das haben mir zwei Moldawen hier hochgeschleppt, die wiegen nämlich richtig viel, diese Dinge. Ja, sieht so aus. Ich wollte da eigentlich ein Aquarium rausbauen. Sprich, okay. Ich wollte das als Kopfteil nehmen. Ja. Ich wollte hier ein Aquarium reinbasteln mit Fischen. Alter. Okay. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, so, das wird ganz schön kompliziert. Und jetzt ist das sozusagen so eine Allzweckgarderobe, ne? Ich habe hier oft. Ja, aber so, ziemlich geil. Ich habe jetzt hier oft so Pullis dran hängen oder ich weiß nicht was. Ich jetzt ein bisschen frei gemacht für euch. Und du hast in dem Theater gespielt und dann stand es da rum und dann hast du gefragt, ob du es mitnehmen darfst oder wie? Ja, das Theater hat sich aufgelöst. Ich habe das dann geschenkt bekommen. Okay. Also, ja, das sind immer die geilsten Sachen, ne? Wenn man so irgendwas sieht und... Ich bin auch froh, dass ich es mitgenommen habe, weil ich wusste nicht, ob ich es hinkriege mit dem Bett und ich habe es auch nicht hinbekommen, aber es sieht jetzt auch irgendwie geil aus hier. Ich finde es auch so ziemlich als Installation geil. Oder so. Ja, Flyer. Das ist ein Film, der lief auf dem Filmfest München, genau, und der kommt jetzt zum Achtung Berlin 2017 nach Berlin. Und warum liegen die Flyer hier die noch Die liegen rum? Immer hier, ich denke immer so, ach komm, bevor ich rausgehe, nimm mal ein paar mit. Aber machst du aber nicht anscheinend. Die liegen eigentlich auch noch, Visitenkarten, die habe ich jetzt weggenommen, weil das war mir zu... Musst du noch ein bisschen arbeiten an deiner eigenen Promo, ne? Ich habe gerade aus Versehen nach oben geguckt und da hängt so ein Kronleuchter, sehe ich gerade. Das ist ja nicht der einzige in dieser Wohnung, aber... Genau, das ist das kleine Baby, es gibt noch einen größeren davon. Ja, ein Trödelladen, oder? Trödelladen, der hat den Keller gehabt. Wir sind da runtergegangen, ich habe gedacht, wie viele Kronleuchter hat der hier? Geil. Günther Jauch hat sogar seinen Kron. War der teuer? Ich glaube, der große hat 240 und der kleine 100, 120, sowas irgendwie. Also es lohnt sich ja schon, aber wenn ich sowas höre für mich, ist es sowas immer teuer. Irgendwie. Also das ist aber auch 7 Jahre her, mittlerweile kosten bestimmt alle mehr. Beziehungsweise mittlerweile will ja auch keiner mehr welche haben. Alle was? Wollen, ja, wollen auch alle Industrielampen, oder? Ich weiß nicht, ich finde Kronleuchter immer noch geil irgendwie. Ich auch. Oder wieder, oder ich weiß auch nicht. Also den finde ich ganz schön, den im Schlafzimmer, den werde ich bald austauschen. Ich habe ja Raufasertapeten bei mir und ich finde, das ist, ich liebe meine Wohnung, aber diese Raufasertapete macht mich wahnsinnig. Und sowas finde ich halt total geil. Es ist ja nur so Putz. Hast du die Tapete da selber runter oder ja, war ja, komplett. Also erstmal, hier oben war so ein Boden drin aus Holz. Irgendwann waren die Lampen kaputt und ich musste das aus Brandschutzgefahr. Es war auch eh nicht erlaubt, das hat mein Vormieter gemacht. Ah. Und dann habe ich gedacht, komm... Echt, nicht sowas? Gibt es auch in vielen Wohnungen noch, oder? Ja, aber da waren diese kleinen... Deckenlampen, wie heißen die, diese Neonröhren und die waren halt auch, also da ist halt Holz, Lampen und ach so, war sowas richtig geschmackvolles. Ja, es war hässlich und ich habe da so eine Ablage natürlich gehabt, das war ganz cool, aber dann habe ich halt gedacht, komm, ich reiß das alles ab. Ich wusste nicht, was da drunter ist und es ist nicht so schön da drunter gewesen, wie ich gedacht habe, aber es ist okay. Wie sah das aus, ohne diese es waren erstmal diese ganzen, es waren ganz viele alte Zeitungen noch dahinter tapeziert, ne? Diese von früher, was irgendwie auch ganz geil ist, aber... Ja, es ist aber ein bisschen zu krass. Ja, es war nicht so meins. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie versucht mit Farben, ich habe selber auch ein bisschen, also dieses Rosa oder was hier so durchkommt, Lachsfarben, das war... Okay. Aber dann habe ich halt selber mit ein bisschen Weiß drüber. Das ist so alles so ein bisschen so unordentlich, sage ich jetzt mal, gemacht. Das ist ja Absicht, ne? Ja, beziehungsweise auch irgendwann einfach keine Lust mehr. Faulheit. Man guckt da ja ganz selten hoch, ne? Ich meine, da sind aber ich finde es ja eigentlich gerade geil, wenn es so ein, weißt du, wenn es so eine rohe Wand ist und dann nur so ein bisschen, das ist halt... Ja. Und dann gibt es noch diesen Spiegel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du hast hier so einige und die sind alle gleich. Die sind gleich, verschiedene Größen. Soll ich sagen, wo ich die her? Ja, bitte. Okay, die sind, glaube ich, echt aus dem dänischen Bettenlager. Echt? Ich habe davon... Das ist ja krass. Aber ich habe die so ein bisschen nachgepinselt. Ne? Okay. Also, weil die sind sonst so mega weiß und ich habe da so ein bisschen... Ich meine, das ich hätte da ein bisschen was gemacht. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Guck mal, Spiegel machen halt immer Wohnungen größer. Deswegen habe ich die... Und heller. Deswegen habe ich die hier... Aber so ich finde es total... Ja, weil die, das so perfekt zu dem Rest auch passt und man könnte voll denken, dass die auch alt sind. Ja, ja. Könnte man denken. Aber die sind wirklich... Die sind nicht teuer gewesen. Meine Mutter war mal mit einem Antikhändler zusammen. Ah ja. So kam das dann irgendwie. Warst du direkt an der Quelle? Ich war an der Quelle, habe viele Möbel von früher und so.
Aber so ein paar Sachen kann man dann schon da mal holen. Ne? Okay. Wie gesagt, so Spiegel fällt ja dann auch nicht so auf. Nee, stimmt. Wenn die sich so perfekt einfügen, jo. Das hast du auch gemacht. Ne? Das ist genau. Jetzt der Durchgang zwischen Tür. Der Durchgang zwischen Flur und Küche. Ich komme aus meinem Elternhaus. Wir hatten so eine wunderschöne Terrasse im Garten. Mhm. Irgendwie erinnert mich Wo kommst das so du her? Aus dem Ruhrpott. Okay. Aus Essen. Okay. Das erinnert mich halt irgendwie, als würde man in so einen Garten gehen. So, ne? Also ich stehe ja auch auf Blumen und so weiter. Und die Küche, als ich hier eingezogen bin, die war dunkelrot. Ganz schön viel gemacht hier, ne? Also eigentlich schon viel, ja. Ich habe die Dielen abgezogen selber. Krass. Okay. Dafür habe ich zwei Monatsmieten frei. Darf ich das sagen? Ja, habe ich halt mietfrei gekriegt. Dann habe ich zwei Kamine eingebaut. Dafür habe ich auch mietfrei gekriegt. Du hast die Kamine eingebaut. Das ist ja nicht schwer. Also du musst dann, was war denn da vorher? Da kommt ein Schornsteinfeger, der macht ein Kreuz und sagt, da kannst du Jeder auf der Schornstein hin? Genau, dann machst du das Loch, da kriegt er 150 Euro für. Dann machst du das Loch, da kommt er wieder gut gemacht. Kriegt er nochmal 150 Euro. So, dann hast du Kamine stehen, die musst du halt noch behaufen oder ich weiß nicht. Also ich habe die halt, der eine war runtergesetzt, der andere. Dann habe ich die halt eingebaut, weil ich schlieber irgendwie so ein bisschen wollte. Und was war da vorher? Früher war hier so eine alte Gamatheizung, so in der DDR kennt ihr die mit Gas so. Okay. Mega unangenehme Hitze, es kommt so drückend. Okay. Ich habe ja so ein Esszimmer und Küche daneben und da würde ich ja auch voll gerne sowas machen. Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, muss ich sagen. Aber wenn ich das sehe, wäre ich natürlich extrem inspiriert dann auch einfach mal. Und das ist halt einfach nur eine Rehgipswand hier. Du musst da trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass es stützt so. Ja, und das Material hier für das Wohnzimmer und dieses Stein, genau. Also wir nicht wissen, ob das echter Stein ist. Ich bin mir selber jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, es ist echter Stein. Das ist halt eigentlich, das machen sich so spießige Leute draußen an die Wände. So, ne? So ja, es ist auch, also in einem anderen Kontext würde ich sagen, ich weiß nicht, aber hier ist es ganz cool. Auch nur durch das Weiß. Könnte man ein bisschen weißer, finde ich, noch machen. Und den Balken, den habe ich auf der Straße gefunden, das ist ein alter Dachbalken. Ach, geil. Von den Nachbarn irgendwo im Und der war so oder den hast du dir zurecht gesägt? Nee, guck mal, die andere Hälfte ist da. Ah. Ich hatte früher mal ursprünglich, hatte ich den an der Wand und das war so ein Blumenregal. Ah, ja. Da so Orchideen drauf und so. Auch cool, aber so hat es halt so einen, richtigen Zweck. Ja, ich mag die alte Schraube hier auch. Natürlich. Ja, ziemlich geil. Ich bin ja also von diesen Töpfen auch immer so wahnsinnig beeindruckt. Ich bin nicht das erste Mal hier, man hört es vielleicht. Die wiegen, die sind so schwer. Ja, glaube ich. Und vor allem mit der Erde, mit dieser. Also da sind bestimmt 80 Liter Erde drin. Aber du hast überall so Rollendinger drunter, oder? Nicht oder überall, da? Also da jetzt zum Beispiel natürlich nicht, aber hier bei denen, die so frei stehen, habe ich so Rollen. Kriegst du ja auch im Baumarkt. Ja. Ich habe auch eine helle Wohnung, ich habe auch einen grünen Daumen. Das stimmt, ja. Hast du? Ich habe einen grünen Daumen. Ah, geil. Okay. Ja, man sieht's, aber wir werden später auch noch über die Banane reden. Die Banane. Nicht okay, über, nee, also über die, ja schon über deine Banane, wir. Aber genau. Nee, die meinte ich jetzt auch gerade. Nee, okay, reden wir über die Banane. Ja, aber erstmal gehen wir in die Küche. Ich war mal in der Kochshow, ne? Okay. Ich hab die sogar gewonnen. Ah, ja. Stimmt, das hast du schon mal erzählt. Welche war es nochmal? Topfgeldjäger. Stimmt. Aber das ist halt was anderes, wenn du privat auf einmal bist. Also ja, wenn du eine Rolle spielst, versteckst du dich hinter deiner Rolle. Aber wenn du privat bist, ist halt, bist man auch nervös. Also, da aber du hast dich da schon auch als privat empfunden, oder? Ja, ja, klar, da kamen ja auch sehr private Fragen. Da kamen dann alles Mögliche. Na, vergeben? Oder oh und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte mal eine Freundin in Hamburg. Na, noch nicht drüber weg, ne? So geht es halt dann ab. Und dann bist du auf einmal so bis am Kochen, hast nur eine halbe Stunde Zeit, dann kommen solche Fragen. Dann ist man auch nervös. Also. Mal gucken, ob wir das jetzt auch hinkriegen. Ja, das bist du vergeben? Single. Gut, das merken wir uns schon mal. Wir auf der anderen Seite dieses wunderschönen Durchbruchs. Und was natürlich sofort auffällt, was überall in deiner Wohnung auffällt, was du gerade schon gesagt hast, du reist viel. Und hier kommt es ja schon sehr. Also die habe ich mir natürlich jetzt nicht selber geschickt, die Karten. Nee, aber es macht gleich so ein internationales Flair irgendwie. Man denkt sich so, stimmt schon. Der Mensch kommt rum. Das ist ein Stadtplan von Rio. Da habe ich mal ein Jahr gelebt. Also ich habe ein Jahr in Brasilien. Echt, ja? Genau. Sprichst du Portugiesisch? Fließend, ja. Wirklich? Ja, ich kann es wirklich. Ich war auch ehrlich gesagt erst zweimal in Brasilien, aber halt einmal ein ganzes Jahr und einmal. Was hast du da gemacht? Anderthalb Monate. Ich habe soziales Jahr gemacht. Mhm. Halt, Freiwilliger Friedensdienst heißt das. Okay. Das war sozusagen ein Ersatz für meinen Zivildienst. Ah ja. Gibt's ja nicht mehr. Gibt's und nicht mehr? Es gibt kein Zivil mehr, ne. Ach stimmt, ja. Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich finde es eigentlich schade, also, weil ich finde es auch gut, wenn man nach dem Abi irgendwie mal ein Jahr weg muss oder... Ja, aber das kann man ja auch so machen. Aber machen sie ja alle nicht mehr. Die machen ja, schnell studieren, damit wir jung sind, mit 22 den Bachelor haben oder mit 21, ich weiß nicht was. Ich habe einen Kumpel, der ist
Anwalt mit 25. Oh Gott. Also, das ist geil, aber nee, noch nie weg gewesen. Nicht, so, ne? Ja, ich finde es gar nicht geil. Ich finde, man sollte sich die Zeit schon nehmen und ein bisschen rumkommen. Was ich ja auch. Coole Jacke übrigens. Findest du? Eigentlich müsstest du auch mal irgendwie was mit Klamotten machen. Weil findest du? Ich will ja gar nicht dieses Fashion-Beauty-Ding machen, aber nur so nebenbei. Es freut mich, dass sie dir gefällt. Ich bin ja sehr skeptisch dieser Jacke gegenüber, aber ich finde die cool. Also auch kombiniert mit der High-Waist. Ist doch eine High-Waist. Ja, genau. Da kennt sich jemand mit Mode auch noch aus. Ja, ein Traum, ja. Christian. Was ich ja auch ziemlich cool finde hier, ist, dass alles so geil zusammenpasst, ohne dass es so möbelhausmäßig aussieht. Also hier sieht halt gar nichts möbelhausmäßig aus, aber man merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast und hier zum Beispiel bei den beiden Sachen sieht man es halt, ist das Möbelhaus, ist das Vintage, ist das, wo kommt das her und warum steht das da vor allem? Also guck mal, das hat sich alles erstmal so ergeben hier auch ein bisschen, dann muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das zum Beispiel war alles damals von dem Antiquitätenhändler meiner Mom, mit dem sie mal zusammen war, und der hat uns diese Möbel alle gelassen. Das sind alles so Weichholzmöbel. Okay. Weichholz? Was heißt das? Boah. Naja, du wirst hier mit Begriffen um dich und kein Mensch weiß, wovon du redest. Das ist halt Bauhaus-Stil, wie nennen das denn überhaupt? So Bauernhofmöbel. Ach so. Also ich weiß nicht, so Weichholz sagt man das nicht so? Ich habe den Begriff noch nie gehört. Aber Landhaus, würde ich jetzt sagen. Sagen wir Landhaus. Landhaus-Stil irgendwie, ne? Ja. Kommt auch alles hier so Ostsee, so aus der Ecke, Norddeutschland so. Und wenn man hier sieht, das ist die eigentliche Farbe, so ein bisschen so ein Braun. Und ich habe halt irgendwann gedacht, boah, nee, ich will die Wohnung hell haben und habe dann alles hell gestrichen. So. Manchmal kriegt man ja auch so ein, ich kenne das von mir, ich habe ja auch viele Holzmöbel, manchmal kriegt man so einen Rappel, dass man denkt, dieses unbehandelte Holz, zu viel ist dann auch irgendwie... Erschlägt einen dann so. Beziehungsweise, ich habe da im Schlafzimmer, können wir nachher mal gucken, da ist noch so unbehandelt und ich finde, es ist direkt so ein ganz anderes Ding. So. Ist es auch, ist halt total. So irgendwie. Es wird gleich viel rustikaler, finde ich, wenn das nicht angestrichen ist und so. Ich finde, es sieht auch besser aus in großen Räumen so und irgendwie wirkt man dann direkt älter damit. Also, also ich mag das so, ich finde es halt frischer, irgendwie solche Farben. Als wenn das jetzt so dunkel wäre und wie gesagt, die Räume sind. Das Bänkchen, da hast du auch... auch angestrichen oder war genau, das? Genau, das war auch. Kann ich das zeigen? Ach, ich dachte mir, dass das sowas ist. Das ist ja so süß. Ja. Das ist ja so süß. Naja, ich dachte von innen wäre es jetzt noch. Das war auch mal braun und so. Ne? Okay. Das haben wir auch komplett gestrichen. Ja. Und sitzt da auch mal jemand oder nicht? Auf Partys schon. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich hatte es mal ursprünglich gedacht, dass ich hier frühstücke oder so. Aber ich frühstücke immer am Schreibtisch. Ja. Also Esstisch. Esstisch. Ja. Hier ist ja noch so ein Monsterbaum. Ja, frag jetzt nicht nach der Art, bitte. Also, du hast keine Ahnung, was das ist, ja? Ich weiß, da hinten habe ich meine Bananen und Orangen, Zitronen, Feigen, das weiß ich alles, Oliven. Boah, da bin ich ja echt mal. Guck mal, hier ist halt, ich habe die Sonne, in dem Zimmer habe ich die Sonne morgens und hier habe ich die halt nachmittags. Die scheint hier so, ist es halt im Sommer oder? Aber hast du auch einen schönen Ausblick, muss man sagen. Ja, das ist wunderschön. Das ist natürlich auch der Knaller, ne? Ja. Das Ding, hast du das irgendwo geklaut oder? Nee, die hing bei uns im Garten früher. Also das ist halt auch wieder nicht... Ist jetzt nicht ausgedacht. So, ich hatte halt die Lampe, ich dachte, wohin? Ja. So, machen wir die mal dahin. Und die funktioniert auch. Und du hast die. Du hast die. Das Kabel hier. Wie hast du das gemacht? Weil hast du da die Wand aufgemacht und dann. Kabel, genau. Und dann mit Putzrüber. Das wäre mir ja immer zu viel Action. Ist schon so, ne? Action, ich würde dann denken, ja, scheiß auf das Kabel, dann ist es halt so. Also, ich bin ja auch jetzt nicht immer so fleißig, ne? Also. Aber da, nee, ja, doch, da aber war ich jetzt fleißig. Kommen noch andere Stellen. Das, wie nennt man das überhaupt? Das ist so eine, irgendwie so eine Verkleidung, wie heißt das? Ich würde es Bretter nennen, aber das war halt auch dunkelrot. Okay. Genau, ne? Hier, ne? Da haben wir es hier noch so weiter gemacht. Das ist halt auch wieder so ein bisschen, passt so, finde ich, dazu, so Surfhütte. So, ja, ne? So das ein bisschen stimmt. So. Und deswegen hast du dich für Gelb entschieden. Genau, ich habe lange überlegt, ich muss da ein paar Mal drüber streichen, man sieht hier noch so ein bisschen das Dunkelrot drunter. Ja, nicht so stark, aber ich habe es gelb gemacht, hell, reflektiert die Sonne. Es hat wirklich so ein bisschen Surfer-Buden-Style, auch mit dem Kühlschrank und so. Wir befinden uns im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Als ich das letzte Mal hier war, dachte ich ja, irgendwie ist es so minimalistisch, aber es ist es gar nicht so sehr, obwohl du, wie beschreibt man das am besten? Also du hast
nicht so viel Shit rumstehen, aber alles ist so sehr besonders. Und Minimalismus ist trotzdem nicht der richtige Begriff. Wie würdest du deinen Einrichtungsstil beschreiben? Also, erstmal hat sich das über die Jahre ja auch verändert, ne? Ja. Also, komm mal, wenn du vor 5 Jahren gekommen wärst, der lag auch viel mehr Zeug. Und ich glaube, ist ja auch so ein bisschen, wenn man älter wird, ne, dann ist man irgendwie so, man braucht nicht mehr so viel Krams oder so, ne? Beziehungsweise, ich habe ja auch meinen Krams in den Schubladen. Ich habe ja auch viel Sachen, die habe ich dann auch in den Schubladen. Ich mag das. Bist du so jemand, also so, der dann einfach alles da reinstopft und dann... Nee, jetzt auch nicht. Ich habe oben noch einen Raum, da ist so alles reingestopft. Ach, okay. Ja, den zeige ich euch aber besser nicht. Ich habe mir so einen Raum angemietet, so auch so 20 Quadratmeter und das ist ja clever. So Dachboden. Und da schmeißt du deinen ganzen Scheiß rein. Hängt die Wäsche. Deswegen sieht es hier so alles so aus. Da steht auch oft mal was von Freunden. Ich hatte hier mal viel mehr Möbel drin. Okay. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, das ist zu viel. Das erdrückt so. Und ich brauche einen Kleiderschrank. Ich habe da meine Bettwäsche und all sowas drin irgendwie. Der Witz ist, du sagst jetzt minimalistisch, ich finde es sogar schon fast manchmal zu zugestopft. Also so... Ich find's, ich finde aber irgendwie, du hast so viele große Möbel, auch hier im Schlafzimmer. Das sind ja einfach große Möbel, das Bett, dieser Schrank und so, aber es wirkt jetzt nicht irgendwie so bedrängend. Also ist halt auch die Decken, die das sind natürlich 4 Meter, ich hoffe 4 Meter. Ja. Der Untermeter hat sogar Stuck. 4 Meter ist ein bisschen übertrieben. Ja, vielleicht 3,20 oder 3,40 oder so. Aber guck mal, ich meine, allein ich bin 1,80, das ist hier und 3,20 auf jeden Fall. Doch, ja. Da steht so ein Kopf auf deinem Ofen. Ey, den habe ich, das ist ein Babykopf. Ganz schön großer Babykopf. In der Schule gemacht. Du hast den gemacht? Ach geil, okay. Und in welcher Klasse warst du da? Ich habe den gemacht, da war ich 17. Ich würde jetzt aber auch gar nicht auf Anhieb sagen, das ist ein Babykopf. Also, könnte auch ein alter Mann sein, ne? Könnte auch ein alter Mann sein. Ja, das ist ja das Tolle an diesem Kunstobjekt. Ich hab den vorhin da hingestellt. Also, Sehr gut, also wolltest du ihn doch zeigen. Nee, der stand da und dann habe ich gesagt, wohin denn jetzt damit? Stellen wir ihn mal. Eigentlich habe ich ihn nur da hingestellt, weil hier ein Fleck ist. Guck mal da. Ah. Und jetzt steht er da und ist auf einmal Zentrum. Das ist so ein typisches Ding, das sieht irgendwie geil aus und man nimmt sich so vor, das wird so meine Leseecke und benutzt es einfach nie. Aber ich hatte letztens eine Party und da saßen ganz viele hier in dem Raum, das war wirklich so eine kleine Spielwiese hier. Ja, dann, ja, du machst ja auch regelmäßig Partys, deswegen... Ja, also ja, jetzt in letzter Zeit schon. Aber es gab ein paar Jahre, habe ich keine Partys. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier so der Partyboy bin oder so. Bei mir, das entsteht dann manchmal so, ne? Man kocht zusammen mit 5, 6, 7 Leuten und dann... Ach, geh mal weg. Nee. Gehst du noch feiern viel? Viel, ich bin nie viel feiern gegangen. Okay. Also, aber ich geh regelmäßig. Aber nicht viel. Was machst du so? Wo gehst du so hin? Oh Gott, das hasse ich. Weil ich finde, in Berlin gibt es so viele Läden, die völlig überbewertet sind. Aber, okay. Zum Beispiel? Die so stand. Nehmen wir mal das Berghain. Mhm. Also, ich war noch nie da. Echt nicht? Nee. Also, ist geil, aber. Aber du stehst schon auch auf Elektro, höre ich da. Ja, aber ich stehe eigentlich. Also, eigentlich. Also ich komme eigentlich vom Reggae. Ich stehe voll auf Hip-Hop bei Park. In Berlin ist es ja nicht so einfach. Das ist richtig. Deswegen gehe ich halt auch gar nicht feiern. Ne? Ja. Also ich bin überhaupt kein Nachtmensch, damit mal angefangen. Aber ich mag es schon. Also ich bin auch ein Kater Blau oder ich weiß nicht was. Ja? Aber ich finde die kleinen Clubs viel geiler. So. Zum Beispiel? So, boah, Farbfernseher jetzt habe ich letztens ein Promenadeneck, das ist eigentlich eine Bar. Mhm. Und da ist so zwei Räume, du hast so Elektro und der andere Wo ist das? In Neukölln, so Schillerkiez. Ach so. Und dann hast du in dem einen Raum hast du Hip-Hop, kannst du ja auch was wünschen, so wie früher, wenn man früher in so einen Club gegangen ist, ja. Und in dem anderen läuft halt Elektro. Ja, durfte man ja immer nicht und man hat es trotzdem gemacht, ne. Dann kam man zu dem DJ getorkelt und meinte, kannst du nochmal Pussycat Deutsch spielen? Zum Beispiel. So war ich ja. Aber wie gesagt, in letzter Zeit irgendwie mag ich es mehr so Freunde einzuladen und hier ein bisschen Party zu machen. Ich habe coole Nachbarn. Der eine spielt Dudelsack. Ich sage nie was gegen seinen Dudelsack spielen und er auch. Du hast hier so sehr opulente Spiegel hängen, die ich sehr schön finde. Ja. Wo hast du die her? Hast du, waren das eigentlich Bilderrahmen hier? Fällt gerade auf, so richtig akkurat da drin ist der halt nicht. Nee, das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Geil. Der ist da rausgerutscht. Ist der verrutscht einfach? Ja. Ja. Naja, wie gesagt, da war ja letztens so eine Party. Das ist mir echt noch gar nicht aufgefallen. Also ehrlich gesagt, den... Schön ist er trotzdem. Ich mag den nicht so, muss ich sagen. Ich mag echt, den nicht? Hier mehr. Echt? Ich mag den mehr. Echt? Ja. Ich weiß nicht warum, wegen der Form, glaube ich. Ich stehe auf so abgerundete Ecken.
Also, der ist mir, also ich finde den auch schön, aber der ist mir fast eine Nummer zu krass. Ich finde, der ist so ein gutes, also der ist ja trotzdem schon krass. Ja, aber ja, der ist auch. Wo hast du die her, auch von deiner Antiquitäten-Connection? Ja, von früher. Also wir haben den dann angestrichen, so ein bisschen hier so shabby chic, ne? Wie war der weiß, vorher? Komplett Gold? Komplett Gold, so angesprayed. Okay. So ein Spray dafür. Ja. Und, Ach so, das Weiße hast du mit einem Spray gemacht? Ja, das ist gesprayt, okay. Ja. Mhm. Also im Gegensatz hierzu, das ist ja wieder gestrichen und geschliffen und so weiter, ist das halt gesprayt. Mhm. So. Finde ich auch schon wieder richtig gut, dass er gerade Chevy Chic so ganz selbstverständlich. Ich bin nur mal ein Mann, der weiß, was Chevy Chic ist. Ja, ich weiß das deswegen, weil ich stand schon darauf, bevor das überhaupt schick war. Ja, ja. Also ich habe diesen, das ist schon 8 Jahre habe ich den so. Also guck mal, ich kann ja mal von innen zeigen. Ja, das ist auch Farbe. So ein richtiger Bauernschrank einfach. Genau, das ist so ein alter Bauern. Guck mal, da ist dieses helle Braun. Ah ja, okay. Mhm. Ja. So war das früher. Und dann haben wir halt hier die Dinger hier abgemacht, die ganzen Scharniere und so weiter, abgeschliffen und verschiedene Farben so. Da guck mal, man sieht so ein bisschen so. Ja, stimmt. Bisschen, da ist ein bisschen Gelb mit drin, da ist Weiß mit drin, dann wieder ein bisschen geschliffen. Mhm. Und so arbeitet man sich da so ein bisschen vor, ne? Aber und den mag ich total. Und wer ist wir? Du sprichst von dir, du und deiner Mama? Ja. Also beziehungsweise vor 5 Jahren habe ich das. Ja. Ich mache ja jetzt nichts mehr mit Mirinda irgendwie. Ja. Aber vor 5 Jahren habe ich das mit ihr zusammen gemacht. Und der kommt dann auch da aus der... Ja, aus der Schatzkiste. Beziehung. Genau, da kommt der auch her. Also der auch. Und das war, was ich vorhin sagen wollte. Super, super schön. Obwohl das jetzt... Da würde ich zum Beispiel überhaupt keine weiße Farbe drauf machen oder nee, so. Weil der irgendwie auch echt schön ist, ne? Super schön. Ja. Der hat ja auch so helle Stellen. Und der vor allem, es ist ja eigentlich die, ne? Die Kommode. Ja, also die Dame da, die hat auch so schöne Stellen gehabt, deswegen habe ich gedacht, da wird nichts gemacht. Genau. Kumpel von mir, der verkauft ja Möbel und ich sag ihm auch immer so, mach die doch alles shabby chic. So, so von wegen, aber er meint, für die Kommode, also so eine Kommode, wenn du die gleiche daneben in shabby chic hast, du kriegst für die weniger shabby chic. Ja, weil die Leute, die aufs shabby chic stehen, die wollen kein Geld dafür ausgeben. Ja, die kaufen klar. sich das bei Ikea mittlerweile. Ja. Und nee, das ist halt so, ich finde dieses shabby chic ist ein bisschen tatsächlich verkommen zu so einem Nanunana und... Billig ja, auf shabby chic gemacht. Ja, ja, genau. Das meine ich halt. Ja. Ja. Wieder ein großer Topf natürlich, A2. Wie nennt man die nochmal? Die sind ja total bekannt, ne? Also die sind total bekannt, ja, ich wusste es auch mal, aber... Das sind, glaube ich, so welche, die ganz pflegeleicht sind. Genau. Ne? Deswegen, da kannst du überall hinstellen, die kannst du nicht gießen, keine Sonne, die halten. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißen. Ich auch nicht. Aber ihr wisst es bestimmt. Guck mal, das Bett habe ich von eBay Kleinanzeigen. Okay. Das ist zweimal teuer. Das hat bestimmt, ich glaube, das hat mal so 1,4 gekostet oder so. Und ich habe das bei eBay Kleinanzeigen für 400 Euro gekauft. Okay. Krass. Und ich habe mir dann halt. Aber du wolltest auch so ein Monsterbett, ja? Also mit so. Ich wollte ein Himmelbett. Ich wollte eigentlich ein helleres. Mhm. Aber ich habe dann überlegt, ob ich streiche. Aber du hast keinen richtigen Himmel jetzt drauf. Nö. Hattest du das mal so, dass es so ein. Nee, hatte ich nicht. Stimmt. Ist es dann kein Himmelbett? Ich dachte, das ist ein Himmelbett, sobald es dieses Streben hier hat oder so. Ich dachte, ein Himmelbett. Wenn man einen Himmel hat. Genau, und hier ist ja jetzt kein Himmel. Ich glaube sogar, dass ich es besser verkaufen kann, wenn ich es in dem Stil hätte. Vielleicht, ja. Also, wenn ich es mal verkaufen wollen würde, ne? Ja, also. Willst du aber nicht. Doch. Echt? Okay, also das Bett ja, wird auch loswerden. Ja, ich hole mir, ich weiß schon, was ich mir für ein Bett holen will. Okay, was denn? Es gibt in Hamburg so einen Möbelladen. Mhm. Das ist Wohnkultur, Wohnen, irgendwas. Importieren so aus Indien so alte Möbel. Mhm. Ich habe so einen Schrank da drüben. Okay. Ich gleich mal. Ja. Und die haben, das ist auch so alte, ist halt so... Ist ein bisschen in dem Stil. Mhm. Das ist Treibholz, was die so ein bisschen aufarbeiten. Okay. Mega geil. Und da würde ich mir halt so irgendwann mal wieder so ein Doppelbett holen. So. Aber dann ohne Himmel. Ja, ohne Himmel. Ja. Ohne Himmel. Ja. Ist das eine Bongo? Oder wie nennt man diese Art? Das ist eine Atabaki. Also ich habe ganz lange Capoeira gemacht und die ist aus Brasilien. Ah. Und die benutzt man eigentlich beim Capoeira. Mhm. Es gibt da 3 Instrumente und ja, die steht jetzt hier sozusagen. Ich habe auch mal ganz kurz Capoeira gemacht. Echt? Aber wirklich sehr unerfolgreich, muss ich sagen, weil ich habe mich da so schnell entmutigen lassen. Ich glaube, ich habe so ein halbes Jahr gemacht oder so und ich habe einfach keine Fortschritte gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach nicht getraut habe oder so, aber irgendwie dachte ich... Ja, ich weiß nicht, die sieht man auch oft an sich selbst so schwer, so selten, ne? Ja. Also, aber wie intensiv hast du das gemacht? Also ich habe schon 2-3 Mal die Woche, am Wochenende noch im Park. Ich habe am Ende sogar bei der Deutschen Meisterschaft mal mitgemacht. Ah, cool. Aber relativ
Unerfolgreich. Was faszinierend finde ich auch, diese Deko-Töpfe auf dem Schrank. Das könnte meine Mutter dahingestellt haben. Also im besten Sinne. Das ist hat, gar glaube ich, auch meine Mutter dahingestellt. Wirklich? Ja, vor Jahren. Die stehen da schon jahrelang. Ja, passt perfekt. Aber das sind so Details, wo man denkt, das sieht nicht nach einer Männerwohnung aus. Und wir befinden uns hier tatsächlich in einer Junggesellenbude, ne? Also nicht so klischee-mäßig. Nee, aber ich meine, jeder hatte so eine Prägung auch von zu Hause. Und meine Mutter hatte schon immer so einen, also für mich einen wunderschönen Stil so an Möbeln. Und deswegen habe ich da, glaube ich, einfach viel übernommen. So. Ja. Also. So, und der Kronleuchter war der, den du jetzt loswerden wolltest, stimmt? Den habe ich zum Beispiel im Gegensatz zu den anderen, den habe ich von eBay. Und irgendwie finde ich den ein bisschen zu kitschig. Ich weiß, was du meinst. Schwierig ist ja auch immer, ich habe so eine Lampe in der Küche und ich habe das abgemacht, diese Fake-Plastik-Kerzen. Yeah. Weißt du, also dieses, wo dann noch das Wachs runterläuft. Das genau. Ist halt so ein bisschen, naja. Aber an sich, auch ich finde den gar nicht so schlecht. Ja, er passt halt schon ein bisschen, ne, zum Du hast jetzt auch wirklich in jedem Zimmer einen Kronleuchter, ne? Ja. Also es ist jetzt der dritte. Aber den habe ich selten an. Ich habe meist die Lampe an. Ja. Ich habe den nicht so oft an. Der ist mehr so Deko. Wieder Pflanzen auch? Ja. Boah, wie viele Pflanzen du in deiner Wohnung hast. Und die sehen alle gut aus. Das kann ich von meinen nicht behaupten. Und hier? Ist auch wieder Capoeira. Das ist das zweite Instrument, was da gibt. Okay. Pandero, also Tambourin. Ja, doch, da heißt es, glaube ich, so, ja. Mhm. Weil übrigens, das ist der Schrank, wovon ich vorhin erzählt habe, wovon ich mir so ein Bett kaufen will, so in dem Stil, also diese Farben so. Ja, und das ist dieses indische Ding, was du vorhin meintest. Das sind alte Fensterläden und die haben die zusammen, haben die halt einen Schrank rausgemacht. Ne? Ziemlich halt so, geil, ja. Kennt man ja so, ne? Das kann man auch so ein bisschen, also es war halt mal ein Fenster. Okay. Ja. Also, ja, mit viel Mühe, also man weiß, was gemeint ist. Ja, da ist halt so. Aber cool, und das machen die aber auch so auf alt. Ne? Das ist ja. Also, ich habe auch noch mal ein bisschen was gemacht. Ach, du hast auch schon wieder da. Ein bisschen mehr weiß als zum Beispiel hier, war mir das noch nicht deutlich genug. Okay. Aber ich mochte damals total diese Farben hier. Wie, sieht man noch irgendwo, wie es vorher war? Oben. Ah, okay. Das gefällt mir aber auch schon. Ist auch schön. Ich wollte ein bisschen mehr weiß, damit es ein bisschen mehr zu den anderen noch passt. Was kostet sowas? Ach, mich interessiert ja sowas. Ach so, echt? Ich glaube 300 Euro. Oh, das habe ich damals mit der Mitfahrgelegenheit. Oh Gott. Ich habe Mitfahrgelegenheit angerufen. Ja. Du, zwei Plätze. Ich habe noch einen Schrank dabei. Okay. Und dann hat er mich. Ja, so groß vorne ist der ja nicht, aber. Krass, 300 Euro, aber in deiner Wohnung merkt man auf jeden Fall dieses Qualität statt Masse-Ding, was ja ziemlich geil ist. Du hast ja nicht wahnsinnig viel, obwohl du gesagt hast, dir kommt es schon so vor, als wäre es so voll. Aber dafür halt geile Sachen, ne? Dieser Tisch sieht so aus, als hättest du den gemacht oder hast du ihn so gekauft? Nee, ich habe den auf dem Flohmarkt gekauft, auch am Boxy. Ist so ein Typ, der macht die halt selber. Das ist natürlich auch, das ist eine alte Tür. Ja, das hätte man jetzt fast vermutet. Ich glaube, das ist eine Tür. Ja, das war eine Tür. Zumindest habe ich mir so ein paar Tische bei ihm angeguckt und da waren verschiedene waren Türen. Mhm. Da macht er halt diese Eisengestelle runter. Ja. Sowas könnte man ja, wenn man ambitioniert wäre, selber machen, ne? Ist ja eigentlich, du brauchst halt diese Dinger. Ja. Alte Stahlrohre, da aber musst du das ist ja auch alles, was man im Baumarkt kriegt, eigentlich, oder? Was zahlt man für sowas, wenn man es nicht selber macht? 500 Euro. Ich werde hier am Ende denken, ja, ich habe voll die Kohle. Aber deswegen halt Qualität statt Masse. Und du hast es dir ja alles über die Jahre halt zusammengekriegt. Genau, das ist ja, wie gesagt, 7 Jahre. In dem einen Jahr habe ich mir mal einen Tisch geholt, im anderen das. Und sowas ist ja auch, wenn man nicht bereit ist, das Geld auszugeben, eine ganz gute Inspiration. Ich meine, einen geilen Tisch. Ich wollte schon immer einen geilen Tisch teuer. Haben. Es ist auch immer einfach teuer, wenn man was richtig Geiles haben will. Aber seitdem ich den zum Beispiel habe, mache ich viel mehr so Abendessen mit Freunden. Mhm. Wenn du einen coolen Tisch hast. Was hattest du denn vorher? Ich hatte auch so einen alten Weichholzmöbeltisch. Weichholz. So in Weiß, so. Der steht noch oben. Okay. Den will ich eigentlich noch verkaufen irgendwann. Aber genauso groß auch? Oder? Ungefähr genauso groß. Aber halt gar nicht so dieser Stil. Ne? So, ich hätte am liebsten, wenn ich eine größere Wohnung hätte, hätte ich noch einen längeren. Ja, also, ja große Esstische. So. Ja, das finde ich so geil. Und die Stühle hast du dir wahrscheinlich auch einfach zusammengekauft? Oder? Genau, ich habe irgendwie vorher hatte ich mal so Stühle, die haben mir auch gar nicht so gefallen. Die waren halt alle ein Stil, alle gleich. Genau, und so ist es bei mir halt. Ja. Und ich hätte auch viel lieber so ein Durcheinander. Ich habe das hier irgendwann mal gesehen, so, dass jeder Stuhl anders war und dachte irgendwie, das ist geil, oder? Ja, am Anfang habe ich gedacht,
funktioniert das, aber ich mag es. Es gibt ja so Leute, die können, also die finden das total kacke, die brauchen jeden Stuhl halt gleich so. Ja. Hier schon wieder ganz viele Pflanzen. Ich bin ja auch ein großer Freund von Efeu. Einer vertrocknet mir gerade schon wieder. Ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Ich habe dem gar nichts Böses getan. Und dann bin ich natürlich ein bisschen neidisch, wenn ich sowas sehe. Das ist auch, das verstehe ich auch bis heute nicht. Ich habe seit 3 Jahren diese Dinger da drauf. Also die Töpfe. Ja. Und ich frage mich, wie sich das hält. Das Efeu ist auch nicht für drin, das ist für draußen gedacht. Okay. Ich habe es einfach da reingepflanzt und es ist halt einfach super hell in dieser Wohnung. Und dieses Regal, wie nennt man sowas? Das ist schon ein Regal irgendwie, ne? Oder ist es ein Bücherregal? Ja. Ne? So, aber ist halt auch aber was ich mag an dem Ding ist, dass es so, was sagt man denn jetzt dazu? Nicht so tief ist, sondern flach. Heißt es dann flach? Also weißt du, dass es nicht so weit in den Raum, also es ist für Bücher halt perfekt irgendwie. Ja, finde ich auch. Ich weiß jetzt den Fachbegriff auch nicht. Ich würde sagen, nicht so tief. Die vermutlich hast du auch wieder selber angestrichen. Die ist wieder so genau wie der Schrank. Ne? Da sind halt genau, so verschiedene Gelbtöne drin. Ja. Geschliffen, bla bla bla. Und da habe ich meine ganzen CDs drin. Hast du das alles in einem Abwasch gemacht oder so nach? Eigentlich so in der gleichen Zeit, ja. Mhm. Haben wir alle so eigentlich gleichzeitig gemacht. Ich meine, jetzt habe ich den dunklen Tisch hier drin. Der ist natürlich wieder dunkel, aber. Ich persönlich habe gar nicht so ein Problem mit so unterschiedlichen Farben. Holzarten. Laura zum Beispiel meinte, sie findet es ganz schrecklich, so verschiedene Holzarten in einem Zimmer zu haben. Das findet sie gar nicht schön. Ich finde es nicht so schlimm, aber. Wie stehst du dazu? Ja, eigentlich versuche ich halt so das ungefähr gleich zu halten, so, ne? Aber dann kommt halt dann doch mal ein dunkler Tisch. Ja, dann ist es halt so, ne? Ja. Also ich würde den jetzt nicht hell streichen. Nee, auf also, schon gar nicht, weil man 500 Euro dafür bezahlt. Ja. Aber zum Beispiel das Sofa. Das habe ich ernst. Das ist halt noch mein. Da habe ich schon mit 10 oder 11 drauf gesessen. Echt geil. Das ist halt wirklich noch so unser Familiensofa. Aber gewickelt wurdest du da drauf nicht. Nee. Das haben wir dann erst, ich glaube, echt mit 19 ungefähr da schon drauf gesessen. Und ich würde mir jetzt persönlich auch ein ganz anderes holen, aber das ist halt da und ich finde es auch ganz cool, weil das ist so ein richtiges Chiller-Sofa. Ja, also das ist halt. Kannst halt hier auch ganz geil rausspringen. Also bei Partys haben wir schon ein paar Leute drauf getanzt und es hält. Also. Ja. Und ich bin ja so ein Zwerg, ne? Wenn ich mich jetzt hier ganz hinten hinsetze, dann sind ja meine Füße, dann verschwinden meine Beine hier komplett drauf eigentlich. So tief ist das. Und hinter uns ist auch so ein Riesenbild von Rio. Genau. Ich war halt in Brasilien, habe meinen Zivildienst da gemacht und meine Mutter hat sich dieses Poster gekauft und hat sich das halt einrahmen lassen. In der Zeit, wo ich in Brasilien war und dann. Ah. Und danach habe ich es dann einfach mitgenommen, weil. Ja, ich habe hier keine Bilder gehabt und habe das dann einfach hingelassen. Und sie hat das auch einfach gehen lassen. Ja. Der Sohnemann war wieder zu Hause, dann darf das Brasilienbild gehen. Ja, der war wieder da und dann war das okay. Und jetzt müssen wir müssen über deine Banane reden, weil ich habe auch eine. Okay. Ich habe eine Banane gekauft, so klein, die ist jetzt mittlerweile schon so und das ist mein Ziel. Ich hatte, als ich hier eingezogen bin, hatte ich 3 oder 4 Bananen. Mhm. Die waren so groß. Innerhalb von kürzester Zeit. Dann haben die so kleine Ableger gehabt und habe ich die Freunden sogar geschenkt. Also ganz viele Freunde von mir haben diese Bananen mittlerweile in ihren Wohnungen. Also das wie ist gar nichts, finde ich. Die werden richtig groß, wirklich. Ja, ich weiß. Wie groß war die, als du sie gekriegt hast? Halb so groß. Halb so groß? Ja. Und wie lange hast du die jetzt? Ich hatte irgendwann keine mehr. Ich weiß nicht, weil ich die alle verschenkt hatte. Okay. Und dann habe ich mir vor einem Jahr, glaube ich, noch mal eine neue geholt. Also, echt? Ja. Guck mal, hier hast du den ganzen Tag Sonnenlicht, die ballert halt. Ne? Also, geil. Das ist ja, also da die Banane bei mir muss auch jetzt, die wird ganz doll gepflegt und gepampert und so, damit das daraus wird. Aber Bananen sind, glaube ich, auch bekannt dafür, dass die schnell wachsen. Übrigens, das ist eine meiner Lieblingsblumen. Weißt du, was das ist? Ja, also das ist nicht die gleiche, die ich meine, aber in Brasilien gibt's die heißen Amaryllis. Ah, das sind Amaryllis? Glaube ich. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber in Brasilien gibt es die und das ist glaube ich nicht Amaryllis. Amaryllis sind ja diese, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Vielleicht, ich habe selber ja von Pflanzen
Ich merke mir die nicht, ja. Also mich interessiert nee, ich auch nicht. Obwohl man dann immer nachgucken könnte, wie man sie auch pflegen sollte. Ja. Und sonst ist es immer so ein bisschen Trial and Error. Aber eigentlich so, eigentlich gilt ja für alles ungefähr das Gleiche, halt irgendwie Staunässe vermeiden. Also nein, halt einfach nicht zu viel, das passiert mir halt auch oft. Zu viel Wasser, weil man faul ist, weil man denkt, ach komm, reicht für die nächsten zwei Wochen. Aber einfach so ein bisschen und was halt Licht und Sonne, da kannst du halt, teilweise hast du keinen Einfluss drauf, ne, bei einer dunklen Blume. Ja, das stimmt. Also, die hier, wie gesagt, habe ich selber abgeschliffen. Was, wie sahen die vorher aus? Waren die einfach so Ochsenblut, kennst du das? Ja, schon mal gehört, da sagt man nochmal. Also Ochsenblut ist halt so, wie so ein, das haben die, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, in den 60ern, 70ern, wann auch immer, haben die so roten Lack alle rüber gemacht. Doch, ich hatte schon mal das so ganz richtig. Dunkles, ne? Genau. Ja. Und dann habe ich mir so ein, wie so ein Rasenmäher, das ist ja so zum Abschleifen, kommst du natürlich nicht in die Ecken und in der Ecken musst du mit der Flex und das ist echt ein... Ich würde es nie wieder machen. Ja. Also, aber es hat sich gelohnt, komm. Ja, es sind schon ein paar Macken jetzt natürlich drin. Aber dann habe ich halt... Ja gut, aber es ist halt ein Boden, ne? Ja, sowas, sowas kann ich mir auch vorstellen. Ich mag den auch, also... Das wie handhabst du das mit der Reinigung? Das ja, ist immer so anstrengend bei so Dingen. Glaub, gar nicht? Ich habe den noch nie gereinigt. Achso, nee, macht ja nicht. Ich einmal übrigens, vielleicht mal so abgesaugt, aber... Nach dem Video mit Laura hat jemand einen ganz hilfreichen Tipp gegeben in den Kommentaren, dass es zu Kronleuchterreinigung, dass es anscheinend irgendwelche so Sprays gibt, die extra dafür da sind, wo das dann einfach, glaube ich, so ab so runtertropft oder Idee, so. Ja. Das ist aber wirklich, also wenn das funktioniert, wäre das halt super chillig. Man sprüht den so ein und dann kommt die ganze Scheiße da einfach runter und dann. Oder? Es ist also anstatt, dass man jeden einzelnen Stein irgendwie da... Ja, ich weiß nicht. Also bisher, irgendwie, ich sehe den so selten. Ne? Und dann... Ja, stimmt auch. Denke ich halt nicht daran, dass ich den mal abstauben müsste. Aber es geht ja noch. Ne? So, nö, geht. Passt ja auch zum Style. Es ist halt vintage. Ist halt vintage. Vielen Dank, dass du uns in deine sehr schöne Wohnung gelassen hast. Ich bin ja total froh, dass wir schon in der zweiten Folge jetzt eine Männerbude zeigen. Finde ich großartig. Ich weiß gar nicht, wir verlinken auf jeden Fall alles irgendwie von dir, Instagram, Facebook, die Daten vielleicht von deinen Filmen, die rauskommen, weil ihr die garantiert jetzt alle sehen ihr wollt. Ihr müsst sie sehen. Ihr müsst sie sogar sehen. Genau, das schreiben wir alles unten in die Infobox. Ich hoffe, es geht jetzt mit tollen Menschen weiter mit diesem Format. Ich weiß, dass wir es alle lieben und schönen Sonntag, oder? Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.